Das ist unser Schulhof. Aber mir ist so langweilig. Am besten gehe ich mal meine Freundin suchen. Unser Schulhof ist so schön grün. Da haben wir auch ein Klettergerüst. Da gehen aber nur die 5- bis 6-Klässler drauf. Vorne vor der Realschule haben wir auch noch schöne Hängematten, wo man sich im Sommer drauflegen kann. Und einen riesengroßen Sportplatz. Wenn es kalt ist, spielen wir immer unten in der Pausenhalle, aber wenn es warm ist, draußen. Wir haben sogar 3 Krökeltische, an denen man immer, wenn es warm ist, spielen kann. Leider sind die meistens immer schon besetzt. Da geht's zu den Naturwissenschaften, dort zu der Verwaltung und da ist das Lehrerzimmer. Jetzt muss ich mal meine Freundin suchen. Wo kann sie nur sein? Vielleicht ist sie ja in der neuen Bibliothek. In der Pause sind wir ja meistens dort. Ich gehe sie mal suchen. Die gibt es schon seitdem es das Schulzentrum gibt, also aus den 70er Jahren. Und jetzt im Sommer wurde gerade der Teppich neu gemacht. Und da haben wir die ganze Bücherei umgeräumt, haben das offener gestaltet, freier, dass mehr Platz ist für die Kinder, mehr Sitzplätze entstanden sind. Und da gibt es jetzt auch diese hübsche Sofaecke für ja, Mußestunden, damit man sich auch mal ausruhen kann während eines Schultages. Ne? Hallo! Hi! Na, was machst du hier? Ich guck mir ein Buch an. Schau mal. Es gibt ungefähr 12.000 Medien jetzt hier drinnen. Also für Lehrer auch. Es gibt extra Lehrerschränke, wo Unterrichtsmaterialien weggesperrt sind. Ja, in der Pause ist es hier rappelvoll. Da werden dann schnell noch Hausaufgaben gemacht, denke ich mal. Und da werden auch ganz viele Arbeiten vorbereitet. Also die Kinder gehen ins Internet und suchen sich halt Material raus. Sie sollen hier schon so mit Medien umgehen lernen. Das ist ganz schön hier. Ich glaube, das Sofa und die Sitzsäcke sind im Moment der große Renner. Es gibt sogar Kinder, die setzen sich mit dem Sitzsack aufs Sofa. Politik und jetzt zum 1% Politik zum 1% e.V.